Tag zusammen, herzlich willkommen und schönen guten Abend am Day After 40 Degrees im Jahrhundertsommer in Deutschland, der augenblicklich gerade eben eine kurze Pause einlegt. Und wir haben momentan gemäßigte Temperaturen, knapp über 20 Grad, bewölkt, wie man sieht, es geht ein leichter Wind und ich habe euch mitgenommen an den Ort meiner Kindheit, wo ich ganze Sommer verbracht habe, meine Ferien, jeden Tag hier war. Das ist das bekannte Freizeit- und Sommerbad in Alsbachtal, Oberhausen-Alsbachtal, bekannt auch als Eisi. Ich befinde mich hier gerade sozusagen im, ich glaube, das war das Kinderbecken. Und wenn man mal hier so hin und her schaut, dann sieht man, dass hier absolut nichts mehr übrig geblieben ist. Es ist das Bädersterben. Und ja, ich habe nur noch Erinnerungen, wirklich schöne, schöne, schöne Erinnerungen an viele, viele tolle Sommer. Und ich kann eigentlich immer noch, ja, wenn ich ganz leise bin, dann höre ich immer noch die Stimmen, das Gemurmel und das, ja, das Lachen und das Kreischen und das Planschen und ja, auch noch den Duft der Bockwurst und natürlich noch den Geschmack der ersten paar Biere, die man vielleicht hier mal getrunken haben könnte. Ja, so wird man denn ein wenig wehmütig, wenn man gerade eben hier an den Ort ist, wo man sich sonst immer, ja, entweder die Füße verbrannt hat, weil man so sehnsüchtig auf die Bockwurst gewartet hat, mit Senf natürlich. Und einmal eingecremt, Lichtschutzfaktor 6, ne? Von der Decke auf, ab ins Wasser, beziehungsweise an den Beckenrand und ja, ein paar Stunden später erstmal wieder zurück, also von früh bis spät hier gewesen. Aber nichts davon bereut. Und das jetzt zu sehen ist, ja, das bedrückt mich. Trotzdem ist, weiß ich nicht, wie dieser Ort hier noch genutzt werden wird. Auf jeden Fall viele, ja, viel Wildwuchs, eine Naturwiese. Und überraschenderweise noch nicht bebaut, obwohl man da hinten irgendwo einen Kran sieht, aber ja, es stehen noch keine Häuser. Also vielleicht findet sich ja jemand, der hier in irgendeiner Form irgendwas errichten möchte. Bedarf wäre jedenfalls genug. Bis dann, macht's gut, euer Schrömi von Potternander. Ich würde euch ja gerne noch mitnehmen auf einen Rundgang hier durch das Bad. Da vorne war jedenfalls das Kassenhäuschen. Man ist dann hier entlang gegangen. So, hier entlang. Dann war hier eine Gastronomie gewesen. Ja, mit einer Terrasse und die legendäre Bockwurst, die man hier kaufen konnte. Zur Rechten hätte sich das Kinderbecken befunden. Dort hinten eine große Liegewiese, die sich einmal komplett herumgezogen hat. Ja, Weidenbäume sieht man immer noch hier, viel Schatten. Nebenan eigentlich das Kombibecken. Das hat sich dadurch ausgezeichnet, dass man quasi von draußen nach drinnen schwimmen konnte. Und dann dahinter, ja, das war was für die ganz Großen, das war das Schwimmerbecken. Und dahinter gab es noch Toilettenhäuschen, zur Rechten die Umkleidekabine und ganz weit da hinten, da kommt man jetzt gar nicht mehr durch. Ach, da war ein wirklich wunderschöner Bereich. Ja, ein Babybecken, ne? Und ein Bolzplatz. Ja. Ich sehe alles noch von meinem Auge. Schon viele Jahre her. Jedenfalls war es da noch nicht so heiß wie heutzutage. Aber gut, solche Freibäder wird es nie wieder geben.